Hallo und herzlich willkommen bei ARK, Freunde. Ja, und wie ihr seht, wir sind da mit alle Tiere unterwegs, denn wir übersiedeln nämlich. Da kommt nämlich gerade der Buchs. Hallo Buchs. Hallo. Hinter mir steht, ne, hinter dieser Schildkröte, die was nicht uns kehrt. Hinter mir steht der Hitch. Hallo Hitch. Servus. Und da ganz, 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 ganz weit vorne ist der Detlef mit den Delfine, Krokodile und ein Haifisch. Hallo Detlef. Hallo. Ja, und ich bin da unterwegs mit unserem Rex und mit dem Spinanosaurus, also mit dem Fächer. Ja, und ich werde da sämtliche Raubtiere fernhalten von unseren Trikes und etc. etc. Denn die tragen unser komplettes Material, was wir mitnehmen in unser neues Zuhause. Wir nehmen da jetzt Abschied davon. Ich zeige euch dann einmal das Bild von da oben von unserem schönen Haus. Auf Wiedersehen, schönes Haus, war eine geile Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Aber was mir auffallen tut, ist, die Schilde haben wir keine mehr, Detlef, die ist tot. Nein, die Schäde ist bei mir. Ah, die ist bei dir, okay. Na gut, dann gehen wir mal los. Auf los geht's Endlich los. mal da ist das alte Korkenvieh. Lass mir Schilde in Ruhe. Auf die bin ich Nee, so da unten, stolz. die packt da irgendwie. Ach, wisst ihr was, die kann da unten bleiben. Nee. Dann nimm sie Die, was mit. sie da unten macht, die Gurke. Nee, das ist die Schilde, Detlef. Ja, die ist 53. Ach, Ja, mit dem kommt eben. sie nicht mit. Der kann noch 153 werden. Die hat überhaupt nicht. Ach, die hat nichts zu fressen. Vielleicht hat die keine Ausdauer mehr. Ja, dann gib ihr doch was. Wir haben ja genug, hast du Ja, gesagt. also habe ich nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Du hast nichts, das ist schlecht. Da müssen wir schauen, in irgendeinem Dreieck muss was drinnen sein. Wann meine Viecher da mal weiter täten? Nein, das kann ein lustiges Rennen werden. Komm weiter, Weißer. Ja, das schaut schon super. Schaut euch das an, Leute. Die Kolonne, was da ist. Einmal da runter. Hallo, Dodo. Also ich war hier unter Wasser blöde. Jedes Arschloch ist mir am Weg. Ist das geil? Schaut euch das Mammut an. Das schaut gut aus. Das gefällt mir. Eieiei. Lady, was ist denn? So, weiter geht's. Da kommt's, Busch. Einmal kurz getaucht. Da ist eine Schildkröte unter Wasser. Ja. Da ist das auch gleich wegen den Toten. Natürlich werdet ihr Zuschauer jetzt fragen, warum übersiedeln wir? Das hat eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist eigentlich für mich der Hauptgrund, ja. Wir finden hier oben kaum Nahrung. Ja, also wir haben es probiert. Du rennst mit dem Dreieck da ein Stückchen und du hast leider Gottes wirklich das Problem. Du hast leider das Problem, du kriegst kaum Beeren, das heißt, wir haben kaum was zum Essen. Und das ist einmal der erste Grund. Der zweite Grund ist, diese Klippe, was da ist, die ist für unsere Tiere fatal. Ja. Wir haben ja schon einmal einen Fächer gehabt, das ist jetzt mittlerweile unser zweiter, was wir haben. Der Fächer ist von der Klippe runtergeflogen und war tot. Ja, und um das zu vermeiden, ich gehe davon aus, dass unser zweiter Rex, was wir gehabt haben, dass denen dasselbe passiert ist, dass der da runter ist, weil irgendeiner Schildkröte oder was nachgelaufen ist und tja, dann ein jähes Ende gefunden hat. Und das nervt schon ziemlich, ja. Wenn du da nicht am Server bist oder so und auf einmal kommst du drauf und die Tiere sind nicht mehr da, ist die Scheiße. Haben wir alle Tracks mit, weil da hinten sich einen beim Stein festbacken. Kann das sein, Ja, dass das. der fehlt mir. Naja, denke mal, weil der wieder irgendwie nicht so wie er soll. Der hat da Probleme. Ah, jetzt da, Ah, jetzt, jetzt doch, jetzt, ja. jetzt. Ja, das wird sicher lustig. Jetzt kommt er. Jo. So. Warte, mit den doofen Hai wieder. Ach, Dann können wir ich da. vermerke. Ja, das wird noch öfters der Fall sein. Und dann haust du ja noch abbauen nachher. Was das da oben? Nee, das lassen wir stehen. Wir können ja da hin und her spawnen. Durchs Bett. Teleportieren wir uns daher und können da, weiß ich nicht, einen Ausflug machen, an alte Zeiten denken, beim Lagerfeuer. Glaub, der Weiße hat sich festgebackt. Nee, echt jetzt? Der steht Ist hier doch irgendwas nicht irgendwie wahr. komisch neben dem Stein. Ach, das nervt jetzt schon. Na, zum Glück haben wir dann weniger Steine, hoffe ich. Hallo, was ist mit dir, Kollege? Hallo. Na, komm mal da. Komm rüber. So ist brav.
So, das sind 10.000 Steine, das heißt, die werden 100.000 mal hängen bleiben. Schauen wir mal, ob es die schaffen. Da kommt's. So, der Weiße ist da. Der andere auch. Der ist auch da, sehr gut. So, wie gehen wir denn da jetzt weiter? Am besten da. Ich weiß nämlich nicht, wo der Detlef ist. Ja, ich mach's aber irgendwie. Naja, das ist mir. Getötet, ne? Ist mir schon ganz klar, dass du im Wasser bist. Der Rex. Der folgt mir auch, das ist gut. Ist mir schon klar, dass du im Wasser bist. Das ist nur die Frage der Fragen. Wo? Aha, da ist der Ausgang. Okay, sehe ich schon. Wir schwimmen eine Runde, wir schwimmen. Das ist ein Langhals, hat sich der festgepackt. Wäre cool, dann gibt es jede Menge Fleisch, aber das hat er leider nicht. Schaut's aus, Burschen, schafft sie das da jetzt um die Ecken? Nee, die bleiben da ein paar Hort hängen. Echt jetzt? Nee, oder? Schau, das glaube ich jetzt nicht. Muss ich da wirklich umschwimmen? Lass mir die folgen. Das ist anstrengend. Ja, das seid ihr ja schon. Einfach kann jeder. Ja, das stimmt. So, da sind wir schon beim Detlef. Ich sehe schon den Haifisch. Ja, wo sind meine Delfine? Ja, das weiß ich nicht. Im Haifisch? Aber es schaut so aus, wie wenn der Hai auf dem Trockenen liegen würde, Detlef. Nee, das ist mein Delfin. Am Trockenen. Dann wird er gleich tot sein. Nee, das ist der Hai. Weniger geworden. Ja, Geh weg, Vogel. Na gut, jetzt kommen wir jetzt zum offenen Meer, Detlef. Jetzt geht's ja. Ah, schauen wir mal kurz auf die Karte, wo wir sind. Ja, wir sind genau da, wo ich hin möchte. So, wir können da auf die andere Seite rüber. Ah, da rechts drüben spackt ein Delfin, da kommt er schon. Ah, da sitzt der Detlef drauf. Ja, da hallo. Ich mit, die Idioten. Ja, das weiß ich doch nicht. Die folgen dir auch nicht. Ein einziger folgt dir. Du musst ja noch schon erklären, dass sie mitgehen mit dir. Weil sonst bleiben sie stehen. So, und jetzt fängt die Geschichte erst so richtig lustig zu werden an. Weil wir müssen da den Dings freiräumen. Aufpassen müssen wir Bux und Hitch auf die Ameisen. Die siehst du nicht. Die sind auf einmal da. Und dann hast du aber so richtig die Kacke am Dampfen. Muss ich meine Tiere noch umstellen oder was? Am besten auf passiv bis auf die Spucker. Die täte ich auf normal oder was lassen oder auf Attack your my target. Denn wie gesagt, die Ameisen, das sollte man nicht unterschätzen. Weil zuerst kommen zwei fliegende Ameisen und dann kommen drei Ameisen, die was am Boden sind. Und die machen so richtig Damage. Das wird eine ganz lustige Expedition, was wir da haben. Okay, da links sind nur Spucker, das ist gut. Das, was für uns wichtig ist, was wir aufpassen müssen auf Kano, das sind verdammt schnelle Tiere. Und natürlich dann auf die Raptoren. Weil die werden auf alle Fälle auf unsere Drecks und Mammut und so weiter losgehen. Da müssen wir aufpassen. Die müssen wir gleich einmal mit dem Rex und mit dem Fächer gleich einmal kaputt machen. Das muss da ratzfatz gehen. So, dann schauen wir mal, ob uns die Leute folgen. Das ist ein Spucker. Zuerst greifen wir mal den Spucker. Komm her, der Kollege. Macht ihr die nicht, ist gleich vorbei. Na so. Oh, habe ich gesagt, auch Spucker? Da kommt eine ganze Familie. Grüß euch. Das ist ein Lagerfeuer. Servus. Ja, ja. Siehst du, das hast du davon. Du auch noch was? Ja, ja. Du spuckst mir nicht an. Siehst du? Da ist ein Lagerfeuer. Wir haben da Lagerfeuer gemacht. Aua! Also, ihr werdet viele Lagerfeuer finden. Das ist aber nur ein Spucker. Dankeschön, Rexy. Den habe ich gar nicht gesehen. Hast du Damage schon gekriegt? Nee. Mein Speer ist ja weg. Das geht doch gar nicht hier. Jetzt haben die mich hier eingefahren, ich sterbe. Was? Ja. Wie ich sterbe? Das heißt, du kommst nicht mehr raus? Wie kann das passieren? Keine Ahnung. Ach nee. Na okay, dann warten wir da auf die.
Wenn ich tot bin. Ja, du spannst den Haus. Was soll man denn tun? Was essen? Ich hab Hunger wie eine Sau. Essen ist einmal ein gutes Stichwort. Oh, da liegt ein Spucker. Das Fleisch schenken wir nicht her. Okay, das Leder das schenken wir nicht. Steht auf Sack. Was ist denn das? Was ist da hier? Bitte, was ist denn das? Bleibt einmal da, Busch. Ich schau mir das alleine an. Was ist das für ein Tier? Schwebt halbert in der Luft, halbert unter Wasser. Nein, das ist ein Delfin. Oder hey? Was bist du? Delfin oder? Nein, ein Delfin. Okay, gut. Hab merkwürdig ausgeschaut. So, wie schauen wir denn aus mit unserer Karawane da? Mal sind wir ein bisschen in das Lagerfeuer, was ihr gesehen habt, ein paar Fleischbrocken rein. Ja, das kann ich machen. Hast du nichts mitgenommen zum Essen, Detlef? Doch, Bären, aber die sind ja. Rauchen brauche ich mehr, wie du denkst. Okay. Gut, in Lagerfeuer gebe ich das 6 Fleisch mal rein. Und let's fetz. Brennen tut's auch schon. Ich gebe noch ein bisschen Holz dazu. Bist du weiter am Strand gelaufen oder? Ja, und zwar ich bin, warte, ich komm da zurück einmal. Von 16 klar. Ah, ich seh dich schon. Auf alle Fälle ist da alles freigeräumt. Da ist. Nee, da ein Skorpion. Nee, da ein Skorpion. Scheiße. Skorpion auf dich zu. Ich weiß, ja, haben wir gesehen. Freunde, es gibt Arbeit. Und los, let's fetz. So schaut's aus im Kartenhaus. Oh, der hat mir aber erwischt. Das Miststück. So viel zum Thema, da ist alles clean. Ist es nämlich nicht, kommt her, der Burschen. Was bitte Musik. Was ist denn da mit den Delfinen? Gehört der uns oder was? Nein. Nee, der gehört nicht um. Und da ist einmal das Mammut. Die Spucker. Und die Flieger. Nein, wir haben hier Flieger auch schon, die hat der Detlef gezähmt, Schatz. Die schauen so geil aus, die gefallen mir. Und Leute, die sind brandgefährlich, die Kollegen. Also, mein lieber Freund, die darf man nicht unterschätzen. Nö, besonders wenn sie in der Gruppe sind. Ah, wie geht das schöne Lied? Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält Busch, oder? Ja, wie geht das? Ist ja wurscht. Irgendwie so in der Richtung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. So, Kroko ist da, die Trikes sind da, der Detlef ist da und der holt sich gerade was zum Essen, hoffentlich da vorhin gleich. Ja, wenn ich mal hier vorbeikomme, den ganzen Viehzeug. Ja, dann lass doch deine blöden Tiere da stehen, wo sie sind und geh alleine. So. Ah, die Sonne blendet jetzt. Mein lieber Jolly. Ja, bleib stehen, Rex. Alles gut. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben, mein Freund. Alles gut. Also wie die Dreikarawane, die schaut geil aus. Das gefällt mir. Das ist wirklich super. Na gut, Freunde, das war's fürs erste Mal da von unserem Umzug. Ich werde natürlich nach wie vor dann aufnehmen, ist keine Frage. Ich werde es da nicht viel versäumen. Wir verabschieden uns fürs erste und sagen ciao, ciao. Tschüss.